Let's have a big hand for Ilja von Sprandl. So, Applaus bitte für Ilja von Sprandl und dann geht's los. Wunderbar, hallo. Ja, also der Vortrag ist hier, sind alle BSDs gleich. Eine Übersicht über die BSD Kernel Vulnerabilities. Ich bin Ilja von Sprandl und ich arbeite für Elective und ich habe... Ich bin seit anderthalb Jahren in Amerika, aber ich werde bald wieder nach Belgien zurückziehen. Und ich bin ein IT-Security-Consultant. Ich mache Sachen kaputt und werde dafür bezahlt. Und ich bin seit dem 19C3 auf dem Kongress und schon einige Zeit hier. Ich habe auch schon ein paar Vorträge gehalten. Und es ist mein siebtes. Und ja, also mein Interesse... Es geht um drei oder vier Teile in diesem Talk und einige Daten noch, die ich zeigen werde. Und es gab halt nur wenig und deswegen habe ich das getestet. Und nachdem ich es getestet habe, präsentiere ich jetzt die Ergebnisse und die Zusammenfassung. Also es ist ein Vergleich der aktuellen BSD-Flavors. Die Zuschauer, ich erwarte da einiges Wissen vom Unix-Kernel, nicht zu tief, aber ein bisschen, und Leute, die vorher schon was von mir gehört haben, ich mache Low-Level-Security und bin ein BSD-Geek und Linux-Guys mögen das aber vielleicht auch und einige haben vielleicht auch OS Security, alle, die sich damit beschäftigen, denen gefällt das wahrscheinlich auch. So, ich möchte noch über einige Leute danke. Ich stehe auf den Schultern von anderen, von Riesen, und einige Leute gibt es, die interessante Sachen gemacht haben, auch im Vergleich der BSDs über die letzten anderthalb oder zwei Jahrzehnte, und einige sind davon vielleicht hier auch im Kongress. Und einige, ja, Silvio und Denoir. Also diese Präsentation fängt an mit einem Post auf einer Mailingliste vor vielen Jahren von Theodor Rath. Und wenn ihr nicht, wer der ist, das ist der Main Guy, der hauptsächlich OpenBSD macht. Und vor 12 Jahren war das hier, habe ich das gelesen, und das ist mir im Kopf stecken geblieben. Und es war im Wesentlichen so, wenn die Linux-Leute sich so viel um Qualität, wenn ihnen Qualität so wichtig wäre, wie sie behaupten, dann hätten sie nicht so viele Localhost-Kernel-Security-Löcher im letzten Jahr. Und ja, wie viel sind es jetzt? Schon 20 dieses Jahr? Und ich glaube, das war, ja, 20, stimmt es wirklich? Gibt es Daten? Können wir uns die Daten dazu angucken? Und im Wesentlichen habe ich dann geguckt, was in den letzten fast 20 Jahren, welche Kernel-Vulnerabilities es gab und in welchem Jahr, und habe dann alles aufgezeichnet. Und es fängt an bei 1999. Und wenn man sich das anguckt hier, die ersten 3-4 Jahre ist, naja, das ist wenig, 20 oder so, und dann 2003, 2005 geht es massiv hoch und mehrere hundert zum Teil. Und dies ist von Juli in diesem Jahr, also 2017 ist nicht ganz richtig. Im Juli 2017 war es 346 und 400 habe ich eben nochmal geguckt, über 400 jetzt. Und was man hier sieht, diese Zahlen sind, ja, die wachsen und werden immer größer. Und es gibt nicht dieselben Übersichten hier für die BSDs, die es gibt so generell für alle BSDs. Und ich wollte die spezifisch vergleichen, die einzelnen verschiedenen BSDs. Also habe ich FreeBSD, OpenBSD und NetBSD-Zahlen untersucht und habe eine schöne Tabelle gemacht hier. Und wenn man diese Tafeln hier anguckt für die BSDs, dann sieht man, dass die ersten Jahre sind so ungefähr ähnlich wie Linux. Und dann die Linux explodiert dann irgendwie, aber BSD bleibt mehr oder weniger das Gleiche, etwas über 10, sonst meistens einstellig nur, und 17 ist das Höchste, glaube ich, und das war letztes Jahr. Und wenn man diese Zahlen anguckt, also
das sieht so aus, dass Theo mehr oder weniger recht hatte, aber 20 eher eine niedrige, zu niedrig angesetzt war. Aber und für BSD und Linux, die Zahlen sind nicht gleich, nicht auf dem gleichen Niveau. Also was ich mich gefragt habe, sind die überhaupt so vergleichbar? Und es gibt eine, ja, wenn man die BSDs anguckt, dann gibt es kleine Gruppen hier nebenbei. Linux sind ganz viele und nur wenige machen es alles selbst und so. Und da habe ich mich gefragt, ob das wirklich der Grund ist, warum diese Zahlen so sind oder ob es, wie Theo gesagt hat, wirklich an der Codequalität liegt. Und ja, es gibt dieses Many Eyeballs-Ding und naja, ich weiß schon, wenn viele drauf gucken, aber es ist was Wahres dran. Und ich vielleicht mal gucken, ob in diesem Fall wirklich was Wahres dran ist, aber die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ist wirklich selbst zu testen und zu gucken, wie der Code wirklich aussieht. Und naja, natürlich, es gibt einen, der das gemacht hat, vor 15 Jahren, Silvio. Und auf Black Hat hat er das vorgestellt, 2003, vor 14 Jahren. Und er hat einen Audit gemacht, BSD-Kernels und Linux-Kernels, und hat Schlussfolgerungen gezogen. Und was er gesagt hat, war, naja, es gibt keinen so großen Unterschied zwischen dem Linux-Kernel und dem BSD-Kernel in puncto Security-Audit. Sie sind gleich kaputt und es ist gleich leicht, Bugs zu finden. Man findet die gleichen Bugs und so. Das war vor 14 Jahren. Und haben sich die Sachen geändert seitdem und hat nur eine kurze Zeit in BSD und länger an Linux verbracht. Und wenn man BSD länger anguckt, wird man mehr Fehler finden oder wird es eine Obergrenze geben. Und wenn man diese Präsentation anguckt vor 15 Jahren, dann hat er vor allem die meisten gefunden, triviale Sachen gefunden und Infoleaks. Integer Overflows und ja, also das sind die Sachen, die man leicht findet, aber schwieriger sind vielleicht Race Conditions oder so. Und die Daten sind interessant, aber ein bisschen veraltet und etwas zu beschränkt. Und für die Zeit war das perfekt und für heute ist es nicht mehr ganz gut genug. Und also, um wirklich rauszufinden, ob diese Zahlen, woher die kommen und warum die so sind, muss ich einfach selber nachgucken. Und ich habe April, Mai, Juni in diesem Jahr BSD-Kernel-Code mir angeguckt. Und ich weiß nicht genau, wie lange ich mit jedem Einzelnen verbracht habe. Und ich würde sagen, ungefähr gleich. Und was ich vor allem im Wesentlichen gemacht habe, ich habe mich gefragt, wenn ich Fehler suche, wo wären die Fehler vor allem? Und wo würden die Leute die Fehler machen? Und ich habe eine Liste gemacht, wo ich gucken wollte. Und die sind nicht überraschend. Und das Übliche ist natürlich Syscalls und den TCP-IP-Stack. Und naja, dann gucke ich noch mit Treiber an, Compatibility-Code, Trap-Handlers, die Filesysteme, andere Netzwerkgeschichten. Und ich habe ungefähr 3 Monate mir das angeguckt. Und überspringe jetzt einige von den Sachen bei einem von denen, aber ich diskutiere das ein bisschen, zeige kurz, was es ist hier, und ich habe ein paar Demos auch. Und wenn ich damit durch bin, dann werde ich die Ergebnisse und Schlussfolgerungen euch zeigen. So, fangen wir mal gerade an. Und das ist die Haupt-Attack-Surface, natürlich System Calls. Das ist sicherlich nicht überraschend. Und natürlich, zuerst guckt man System Calls an. Das ist das, wo wirklich der Userland mit dem Kernel kommuniziert. Und das Erste, was man sehen kann, ist, dass unter den beiden, drei großen BSDs gibt es unterschiedlich viele System Calls. FreeBSD hat deutlich über 500, NetBSD hat fast 500 und OpenBSD hat 300 und ein paar zerquetschte. Und da kann man schon sehen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den dreien. Und trotzdem, meine Annahme war trotzdem, diese sind so offensichtlich und so gut getestet, da sind wahrscheinlich eher weniger Fehler drin. Und naja, dann habe ich mal geguckt und durchsucht. Und natürlich habe ich einen System Call gefunden, das ist das Send Syslog. Und hier gibt es die Anzahl der Bytes. Und das wird an den Malloc übergeben.
und ist uralter BSD-Code und da wird eine nicht gecheckte Länge übergeben für Speicheranforderungen und natürlich, was passiert, man gibt diese und dann stürzt es ab und ich habe eine Demo, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ob das auf dem Bildschirm funktioniert. Mhm. Yeah. Hold on. So, einen Moment. Yeah, okay. Aha, okay. Ja, der ist das. Das ist ja, weiß nicht, ob man das sehen kann. Also es ist OpenBSD, das ist mein eigenes System hier und bumm, und da ist der Kernel Panic. Okay. Ja, okay. So yeah, but that's the. Ja, das war das Syslog, sein Syslog, Kernel Panic, und was passiert ist, dass der System Call und man gibt den einen bestimmten Wert aus dem Userland und das macht dann Kernel Panic mit malloc. Und ich habe spätere auch angeguckt und es ist inzwischen gefixt. Aber es ist ein erst kürzlich drin und hier ist ein zweites Beispiel, das ist ein FreeBSD, das ist KLDstat und es gibt einem Informationen über Kerneltreiber und man hat diesen Stat-Buffer aus dem Stack und dann füllt den und schickt den zurück ans Userland und man hat hier ein Problem, das ist, ich habe es in FreeBSD 11 gefunden, aber es ist schon seit über 10 Jahren drin und die Struktur wird nicht komplett initialisiert und dann wird die zurück ins Userland geschickt und mal gucken, ob ich dafür auch ein Demo habe, um das zu zeigen. Das hier ist KLD-Init und diese ganzen Bytes hier laufen über den Bildschirm. Das ist der Fehler Nummer 2 und es gibt eine ganze Anzahl von Fehlern dieser Art und meine vorherige Annahme war falsch, als ich gesagt habe, dass ich sagen würde, System Calls sind so gut getestet, dass das sind wahrscheinlich gar nicht so viele Fehler drin, aber das war total falsch und man findet Fehler in den System Calls, in den BSDs. Ja, und ziemlich schnell und ziemlich einfach kann man die finden, die gar nicht zu absonderlich sind und ganz einfach straightforward und neue System Calls, aber auch alte Sachen, zum Beispiel 10 Jahre alt schon in FreeBSD und hat auch so einen trivialen Infoleak-Bug. Jetzt wissen wir, dass Fehler in den System Calls sind, die einfach zu finden sind und dann gehen wir weiter zum TCP-IP-Stack. Und dies hier ist, meine Annahme war erstmal, das ist wunderbar getestet und es werden wenige Fehler drin sein. Der TCP-IP-Stack von BSD ist seit Jahren, seit langer Zeit gewachsen, der ist super getestet und extrem unwahrscheinlich, dass ich da Bugs finden würde und naja, TCP-IP und ICMP und IPsec und Ethernet und es gibt seit ewigen Zeiten und deswegen habe ich gedacht, es ist unwahrscheinlich, dass ich da was finde. Also habe ich geguckt und ich habe im TCP-IP-Stack gefunden und das ist etwas durcheinander hier und etwas umständlich, aber wird was übergeben und gepasst und zurückgegeben. Und wenn man genau den richtigen Tag und die richtige Fehlermeldung hat, dann passiert dieses Ding in den BSDs. Wie es funktioniert in dem Stack, es sind MBuffs und im Wesentlichen das Buffermanagement um Daten für Daten Ein- und Ausgabe und da gibt es ganz viel. Und die Idee ist, wenn man es nicht richtig benutzt, dann kann sehr viel ganz schief gehen. Und in diesem Fall, dieses hier ist MPulldown, die Funktion. Und wenn MPulldown nicht funktioniert, dann wird der Puffer freigegeben, der MBuff, und wenn
und dann gibt es irgendwie einen Fehlercode und dann wird der Amber freigegeben, aber wenn es fails, dann wird der Amber zweimal freigegeben und das ist der Code und es ist relativ einfach, den auszulösen und es sind OpenBSD 6.1 und ist seit 2004 da und als ich diesen gefunden habe, habe ich NetBSD auch gefunden und in NetBSD hatte denselben Fehler, aber die hatten den gefixt, aber haben den OpenBSD-Guys nicht Bescheid gesagt, dass sie denselben haben und haben den nur selber gefixt und OpenBSD wusste nichts davon. Und dieser Bug war relativ einfach zu finden, das heißt, meine Annahme war auch falsch. Und Bugs im TCP-IP-Stack sind mit einiger Häufigkeit da, insbesondere neuer Code, aber auch MBUF-Handling ist kompliziert und fehleranfällig und die halbe Zeit wird der MBUF freigegeben, wenn es versagt und manchmal nicht und so ungefähr eine Hälfte der Zeit und das ist dann sehr umständlich und man muss genau wissen, was man tut und es gibt eine ganze Anzahl von Fällen, wo das nicht funktioniert und es nicht richtig gemacht wird. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Später komme ich bei dem Wi-Fi-Stack noch auf MBUF-Fehler zurück und TCP-IP hat jedenfalls auch Fehler. Und jetzt mache ich mal weiter mit den Treibern. Es stellt sich heraus, dass es sehr viele Treiber zwischen den BSDs gibt für alles Mögliche. Unix hat das Ding, wo alles eine Datei ist. Du öffnest das und dann kannst du da Sachen drauf machen. But obviously Ioctl is the one that you want to look at, because that's generally where most of the interesting attack surface will be. Open ist natürlich das, wo du am meisten gucken möchtest, wo die meisten Angriffe stattfinden. Which has this thing where they, you know, basically have this very very trivial intro flow and then here you get memory corruption. And it's not, this is just one snippet, but if you look at the actual das ist die IO control, wo die Ioctl command stattfinden. Ioctl command same bug, Ioctl command same bug, 7 or 8 times the same trivial intro flow shows up. And then, you know, sure enough, you trigger it. So the one. Und wenn man das dann auslöst, dann but there are 7 or 8 others, and then again, passiert das und da sind aber mehrere andere. Lass uns sehen, ob ich euch die Demo zeigen kann. Yeah, that thing's still running. No. Das ist immer noch am Laufen. It won't actually crash because es wird nicht wirklich abstürzen. So this is NetBSD. Das ist NetBSD. Und dann der CryptoFlow. The moment I hit this, you get memory corruption. Und sobald ich das ausführe, kriege ich eine Memory Corruption. Yeah, so basically this is a classic control flow leading to memory corruption. This is definitely exploitable. Das ist auf jeden Fall ausnutzbar. Das ist ein Treiber für FreeBSD. It shows you kernel symbols for FreeBSD. Es zeigt euch kernel symbols für FreeBSD. And they have this interesting thing where, you know, they implement open syscall and they do. Es hat das interessante drin und die führen open syscalls ein. Driver files, und der Treiber specific data. They basically take a copy of a pointer that's very specific. Der Treiber zeigt an eine bestimmte Datei und er zeigt einen Pointer und zeigt auf diesen Prozess. They find that pointer and they basically use it. Und hier benutzen ihn einfach. Issue here with expired pointers where if I open the device and then I pass that file script along. Und wenn ich die Datei öffne und die zu einem anderen Prozess weiterleite und der eine Prozess das nicht endet, dann ist ein Pointer zu dem einen Prozess, aber der eine Prozess ist tot. Das ist ein abgelaufener Pointer. Because you basically, you're using a wild pointer that can point anywhere to read and write to. And I wanted to, I can't really demo this in the. Ich kann keine Demo live zeigen. It takes 3 or 4 days to actually hit the bug. Weil es 3-4 Tage braucht, bis ich den Bug ausführe. Und das hier ist der Screenshot davon. Das ist das, was dann am Ende passiert. Yeah, if you look at this here, uptime 9 days. Wenn ihr oben guckt, das sind dann 9 Tage und 1 Stunde, dass es dauert, um das zu treffen.
Right, so that's it for the driver stuff. And there are many, many, many more driver examples, but I figured two is enough. Compact code is this thing in the BSDs where basically they allow the OS to sort of emulate a different OS. So if you have a das erlaubt es dem BSD, ein anderes OS zu simulieren. Und wenn man dann diesen FreeBSD Linux Compatibility Layer aktiviert, dann kann man das ohne Probleme auf seinem FreeBSD oder was auch immer laufen lassen. Und die haben das für verschiedene Betriebssysteme. Und gerade NetBSD hat ein bisschen davon und FreeBSD hat ein paar und Open. Und für die verschiedenen, das sind ältere Versionen von dem Betriebssystem. All that stuff goes through the compat layer. Und all das Zeug geht dann halt durch diese Schicht. Das hat eine ganze Menge an System Calls zu simulieren. Und das ist hier ein netter, das ist ein Zitat, die People, die Schichten benutzen, kümmern sich nicht darum. Und deshalb sind die häufig ziemlich schlecht. Und dieses uralter Code, und das hat seit 20 Jahren fast niemand mehr benutzt, und aber sie unterstützen es immer noch, und es sind Streams, IO-Streams, die sind wie Sockets, aber anders, und eigentlich benutzen die nicht, aber in den System 5 Release 4 Code benutzt NetBSD das immer noch. Und wir haben hier diese Funktion NetAdder to SockAdder, und da ist ein Pointer, wo irgendwas drin stehen könnte, und es gibt irgendeinen Wert und benutzt den als Offset, und dann liest die Daten von da, und es ist irgendwie eigentlich dann ein beliebiger Pointer, und man kann irgendwo aus dem Speicher irgendwas lesen, und offensichtlich kann das ein Kernel-Crash oder ein Kernel-Info-Leak verursachen. Aber das wirklich Interessante ist, in den Comments steht, ja, das ist wirklich widerlich, und die wissen, dass es schlechter Code ist, und seit 1996 ist der im NetBSD-Kernel der Code, und ja, das ist schon seit 20 Jahren, und es gibt sicher einige Leute im Raum hier, die jünger sind als dieser Bug, und ja, das ist wirklich richtig schlechter Code, und ja, was Theodorat gesagt hat, der Code wird schnell schlecht und verdirbt sehr schlecht, weil er nicht gewartet wird, und nee, wir haben es den NetBSD-Leuten gesagt, und wir haben den gefixt, und ja, das sollte niemals nochmals per Default aktiviert sein. Das ist ein Minenfeld, und die Kernel-Konfiguration ist so geändert, dass per Default jetzt das deaktiviert ist. Das nächste ist Trap-Handler, und Trap-Handler sind wesentlich das Ding, wo irgendwas, ein Exception oder Fault, irgendwas, Division durch Null oder ein Breakpoint oder ungültiger Speicherzugriff oder alle möglichen anderen Sachen. Und das ist, wenn die Hardware kommt und sagt, dieser Fehler ist passiert und jetzt musst du dich drum kümmern. Manche können auch von Userland ausgelöst werden, manche durch den Kernel, manche durch die Hardware. Und der Code, der das macht, ist sehr, sehr hässlich normalerweise, ist fürchterlich, den Code zu lesen, und ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendjemand den schreibt. Aber es ist sehr spezifisch für Intel und für MIPS ist das, und für ARM ist alles verschieden. Und von alter Intel und neuer Intel sind auch verschieden und viele Änderungen. Und ich habe wirklich keine Lust gehabt, diesen Code wirklich durchzugucken. Und ich mag es, wenn ich noch bei Sinnen bin. Und aber wie macht man Fuzzing auf Exceptions? Und ich weiß nicht, wie man das macht, aber wenn ich einfach zufällige Instruktionen ausführe und irgendwann kommt bestimmt irgendeine Exception, und ich meine, wenn ich zufällig sage, dann meine ich total zufällig, super zufällig, und was ich eigentlich mache, ich lese aus DevU Random und dann macht das File daraus ein Executable und gibt das einen Prozess und lasse das ausführen, und irgendwann stirbt der.
und ganz schnell normalerweise, aber mach immer einen Loop und es erzeugt alle möglichen seltsamen Traps, die der Kernel dann behandeln muss. Und natürlich, wenn man das auf FreeBSD macht, dann findet man einige Fehler, einige Bugs und ich habe nicht Zen benutzt, aber ein Zen Nullity Ref, und obwohl ich gar nicht Zen benutzt habe und einen Null-Referenzierung. Und das Seltsame ist, es ist so zufällig und man weiß nicht, wann es einen Fehler trifft, aber dies ist eigentlich der gesamte Code, den man dafür braucht, und das ist wirklich alles, was man dazu braucht. Und solcher Code einfach auf BSD laufen lassen und dann findet man schon einige Bugs. Naja, also das sind die Trap-Händler und damit war ich zufrieden und mehr wollte ich damit nicht mehr zu tun haben. Das nächste sind die Dateisysteme und File-Systems, und das ist eigentlich das Einfache ist an den Dateisystemen. Naja, man mountet irgendwie ein Fall, irgendwas, und dann ist es Teil des File-Systems und das ist die Angriffsfläche, aber in den letzten Jahren gibt es wesentlich neue Angriffsfläche für die File-Systems, und das geht über Fuse im Wesentlichen. Fuse sind Userland-File-Systems, und was das bedeutet ist, plötzlich haben diese Unix-Layers haben eigentlich immer nur aus dem Kernel vertrauenswürdige Informationen angenommen, und jetzt können die mehr oder weniger vertrauenswürdige Informationen, weil es aus dem Kernel kam, und plötzlich kommt alle diese Daten für das File-System-Layer kommen aus einem Userland-Prozess, und jetzt kann man nicht mehr davon ausgehen, dass die Daten vertrauenswürdig sind, und die Fuse-Implementationen der verschiedenen BSDs sind alle verschieden, und Fuse und BSD, das ist natürlich alles bestimmt dasselbe überall, und als ich herausgestellt, das stimmt überhaupt nicht, alle drei BSDs haben die Fuse-Implementation alle komplett unabhängig voneinander implementiert, es gibt keinen gemeinsamen Code und die sind völlig verschieden. Und als ich drauf geguckt habe, das NetBSD ist das kompletteste, hat die meisten Features. FreeBSD ist das, wo die Argumente am besten kontrolliert und constrained sind. Und OpenBSD ist irgendwie, hat die kleinste Funktionalität und die wenigsten Features implementiert, verglichen mit den beiden anderen. Und wenn man Fuse anguckt, der unterstützt IO-Control, aber keine der Implementationen implementiert das. Aber das meiste andere ist implementiert, read-write, read-directory, get-attributes, set-attributes und Zeug wie das. Und dies ist OpenBSD, get CWD, scan dir, wird von einem System Call aufgerufen und die gehen um den File-System-Layer und holen dieses Attribut und hat dann diese Struktur, und in der VA-Struktur ist alles, das meiste ist zuverlässig, weil es aus dem Kernel kommt, aber in Fuse ist VA nicht mehr vertrauenswürdig, weil es aus dem Userland kommt, und dann nimmt man die Länge daraus und übergibt sie an malloc und ist ein unbekannter Wert für malloc, und das ist natürlich ein Bug. Und wenn man noch etwas weiter guckt, da gibt es dann CWD, und es ist ein anderer auf dem File-System-Layer, und man bekommt diese UIO-Struktur, und früher, wenn man das gemacht hat, dann kam das, war das File-System-Daten, aber es kam aus dem Kernel, File-System-Treiber, und es war mehr oder weniger vertrauenswürdig. Und dies ist einfach nur eine Pufferlänge. Und weil der Inhalt aus dem Userland kommt, kann man dem nicht mehr vertrauen. Und wenn man das parst, dann die Länge eines Eintrags im Directory nimmt man an, dass es gültig ist, mehr oder weniger, und benutzt das dann für einen Mem-Move, und das kann dann auch zu einem Problem führen. Und das ist das Problem mit Fuse, und das ist in Linux vermutlich auch, aber ich habe es mir nicht genau angeguckt. Und wenn man Sachen mit Fuse macht, dann muss man den File-System-Layer, Dateisystem-Layer modifizieren, weil es annimmt, dass die Daten, die aus dem File-System kommen, gültig sind, aber das stimmt halt heute nicht mehr. Für die anderen BSDs, die hatten ganz ähnliche Fehler. Und dieser spezielle Bug ist seit 2006 da, aber Fuse ist noch gar nicht so alt. Das heißt, es ist ein
ist erst seit kurzer Zeit erst eigentlich ein Problem. Und wenn man den Fall zum Händler selbst anguckt, dann die Dateisysteme, die man meint, das ist das X2, der X2-Layer für FreeBSD. Und ich habe kurz angeguckt, nicht erschöpfend gesucht, aber einfach nur dieses B-Read gesucht. Und ich habe den String gesucht und wenn es diesen String nicht findet, dann macht es gleich einen Panic. Und das heißt, ja, und als einfach nur ein String nicht findet, macht es gleich einen Kernel-Panic. Und das ist natürlich, ja, und die File-System-Layer in BSD sind nicht, wie sie sein sollten. Und wenn man das dann Fuzzing macht, dann wird es auf interessante Arten total kaputt gehen. Und dies ist wirklich ziemlich kaputt. Und ja, es geht davon aus, dass die Filesysteme heil sind. Und es gibt seit 7 oder 8 Jahren oder so. Und wenn man die Filesysteme weiter unter Druck setzt, dann findet man sicher noch mehr. Netzwerk weiter als der Stack in diesem ist Bluetooth und Wi-Fi, aber ich habe wirklich nur Wi-Fi hier. Wenn man an die Wi-Fi-Angriffsfläche guckt, dann gibt es 2 Sachen, an die man gucken muss. Dann ist das einmal der Stack selber und dann die Wi-Fi-Treiber. Und dann früher gab es dann das 1-Stack-Up und der Treiber geht da durch. Aber heutzutage kommt der Treiber mit seinem eigenen Stack. Und jetzt ist 1 Stack für all die Treiber. Der Stack ist alles in Buffs und das geht in rein und raus. Die Haupt-Input-Funktion ist IE0211 Input. Und das ist das, was die Daten. Das ist das, was für alle Wi-Fi-Treiber gibt. Und das kümmert sich um die EPO-Keys. Und das hat verschiedene Längen. Und diese Funktion validiert die Länge. Um sicher zu machen, dass die es zieht verschiedene Buffer, um sicher zu gehen, dass es die tatsächlich Länge hat. Und es stellt sich heraus, dass das tatsächlich über das Ding hinaus liegt, über den Buffer hinaus liest. Und wenn der Link dann länger ist als der Payload-Link, dann geht es über hinaus. Und das kann bei Wi-Fi-Frames ausgelöst werden. Und wie ich früher gesagt habe, in dem TCP-IP-Stack-Teil. This wasn't OpenBSD 6.1 when I was auditing it. Das war nicht 6.1, aber der Bug war schon 9 Jahre hier. Die Wi-Fi-Treiber sind der interessante Part. Wi-Fi ist entweder PCI oder USB. Aber USB ist anders. Und es kommt zu der Frage, vertraut ihr eurem Wi-Fi-Radio? Und von daraus kann man das Betriebssystem dann übernehmen. Wenn euer PCI... nehmen wir jetzt an, dass es PCI ist und es wird falsch behandelt. USB-Protokoll ist essentially packet-based. Und USB-Protokolle sind eigentlich paketbasiert. Und man müsste die Pakete sauber parsen zu dem stellt sich heraus, dass der Kernel das nicht tatsächlich tut. Und das führt zu Abstürzen. Und ich gebe euch nur 5 Beispiele. Das ist ein Treiber, wo so ein
Längenfeld gibt und das geht dann zu, das ist ein Cluster, der 2000 Bytes lang sein kann und das geht dann zu dem Cluster und prüft nicht weiter, ob das wirklich so lang ist. Und das ist ein anderer Wi-Fi-Treiber. Und man nimmt das aus dem USB-Paket und kopiert das und zieht den Buffer zu 2000 Bytes und dann passiert das genau das Gleiche. Und dann ist noch ein gleicher anderer Treiber, wo man den Memcopy nimmt und dann damit den Crash auslöst. So this is basically und da gibt es noch viel, viel mehr. Und OpenBSD, da gibt es über ganz, ganz viel. Da gibt es einen Atmel, da gibt es einen Ethos. Und da gibt es ja viele Wi-Fi-Treiber. Dieser Code vertraut den US-Paketen ziemlich und nimmt an, dass alles richtig ist. Und man hat wahrscheinlich nie über diesen Attack-Weg nachgedacht. Das ist mehr oder weniger für die Attack-Flächen, die ich habe. Da gibt es ein paar Sachen, an die ich noch angeguckt habe, über die ich noch reden möchte. Zwei Sachen, die aufgetaucht sind. Sah so aus, als ob dann einige Bugs drin sind. Da waren einige einfach zu ersehende Null-DRFs in dem BSD. Und ich habe dann und wie man diesen malloc aufruft, das ist, man einfach einen Flag weiterreicht. Und dann dieser Flag ist no wait. Das ist einfach, dass der malloc immer wartet und nicht wartet, wenn es scheitert. Und das meint, wenn es das nicht in einer bestimmten Zeit erledigen kann, dass er dann den wegschmeißt. Und das ein, und wenn man wenn das scheitert, dann kriegt man diesen Null-Deref. The pattern is malloc and not chicken curve value, and you would think, okay, well that's an easy pattern. And no, if you und als Standard denkt man, dass es ein einfaches Pattern ist. Aber der allgemeine Weg, wie die Mallocs aufgerufen werden, ist, dass es niemals abstürzt. Aber man muss das, wenn man dieses No-Wait-Fail ausführt. Und da gibt es einige Fälle, wo malloc No-Wait can scheitern. Ich verstehe nicht, warum Leute das noch nicht und nicht repariert haben. Ich kann nicht mehr erinnern, ob es 15 oder 20 Jahre in OpenBSD ist. Die BSDs haben ein Instructed Rendering in ihrem Kernel drin. Das sind, für die, die es nicht wissen, das sind quasi die Grafiktreiber in dem Kernel, wie der Kernel zu den Grafiktreibern redet. Und das ist alles dann DRM genannt oder DRI. Und das kommt von den Open Desktop Leuten und das ist eigentlich separat entwickelt worden. Das ist ein paar Jahre in den Linux-Kernel umgewandelt. Und das, dann haben die BSD das auch gemacht und es ist mehr oder weniger die gleiche Codebasis. Und daran wird nicht, heutzutage nicht mehr viel gemacht. Und wenn man dann den, die Probleme sieht, die damit haben, wenn man OpenBSD ist verantwortlich für die DMI zu maintainen. Und sie weigern sich, Code zu lesen, das nicht zu den BSD-Standards passt. Das bedeutet, dass sie das nicht anrühren werden. Das ist alles in OpenBSD, FreeBSD und NetBSD auch. Running through
Das ist mehr oder weniger, um durch die Bugs, die ich gefunden habe, durchzugehen. Ich könnte 2-3 Stunden damit das machen, aber es würde ziemlich langweilig werden. Was war mein Ergebnis? Aber so nach ungefähr drei Monaten habe ich 30 Bugs in FreeBSD gefunden, 25 in OpenBSD und 60 in NetBSD. Es war ein großes Spektrum an Fehlern. Dann gab es Stack Smashen. Integer issues, underflows, overflows, sinus bugs, logic bugs. I had a type. Da gab es ganz verschiedene Fehler, ganz sehr unterschiedliche Fehler. The wrong thing was happening on the wrong structure because there was a typo. Und da war es das, was auf der falschen Struktur passiert war, dann Schreibfehler im Code war. Das war alles, was man sich vorstellen können, was da drin ist. Und das wurde auch bei Menschen gemacht und auch die haben Fehler ausgelöst, produziert. Ich habe Fehler zwischen in allen den BSDs, die ich genannt habe, gefunden. Sobald man 2-3 von denen verstanden hat, wie die funktionieren, man kann einige Beobachtungen über die Code-Qualität machen. Ich denke, OpenBSD ist der klare Gewinner, was die Codequalität angeht. Aber Codequalität ist nur ein Teil. Ist auch die Codequalität, auch die Angriffsreproduktion, was OpenBSD zu dem Winner führt. Also OpenBSD hat die Angriffsfläche sehr weit reduziert. Die haben keine ladbaren Module, sie haben praktisch keinen Deadcode, keinen Bluetooth-Stack, der ist komplett rausgenommen, weil es zu schlecht war, und kein Compatibility mehr und weniger System Calls und 200 weniger als FreeBSD, und sie haben viele alte Architekturen auch rausgeschmissen. Und das zusammen mit Code Quality führt dazu, dass das ist einfach, warum OpenBSD doch so gut aussieht verglichen mit den anderen. Und die einfachen Sachen, die einfach zu fixen sind, wo am meisten Fehler drin auftreten, Vorzeichenfehler und sowas, das ist alles entfernt. Einfach im Wi-Fi-Treibern sind die immer noch drin in OpenBSD, aber die haben ihre Angriffsfläche so weit reduziert, dass da gibt es kaum Overflows, keine Vorzeichenfehler, und weil sie einfach wissen, dass es so ist, und haben ihren Developern gezeigt, wie es aussieht, und bei jedem Commit wird reviewed von ein oder zwei Leuten mindestens, und diese Leute wissen genau, wie diese Muster aussehen und wie wir es, und Integer Overflows passieren auf dieser Angriffsfläche einfach nicht mehr, und es gab weniger Informationsleaks aus dem Kernel. NetBSD ist der klare Verlierer hier, und er hat 60 halt mehr als die beiden anderen zusammen, und ja, NetBSD war am schlechten. Ganz viel uralter Code, ganz viel Compatibility Code, und wenn man Legacy und Compatibility Code noch hat von 1996 und nicht mehr angeguckt hat, natürlich sind da Fehler drin. Und es gibt noch diese ISO-Protokolle, und ich weiß nicht, ob die irgendjemand überhaupt noch benutzt. Also das ist Code aus den 1980er von IBM und irgendwann in NetBSD importiert, und niemand weiß, was es macht und warum es da ist, und viel von diesem ganz uralten Code. Und es ist weniger konsistent, die Security-Code-Qualität ist schlechter als auch bei den anderen, weniger konsistent, und die haben ganz viele, viele, viele Vorzeichenfehler und Integer-Overflow und so. Und also es ist, dass der Unterschied im Codequalität ist schon da, aber ich will NetBSD hier nicht runtermachen und sowas, ein Betriebssystem zu bauen und zu warten, ist sehr, sehr schwer. Aber es ist schon ein großer Unterschied. Wenn man sich die beiden anguckt, dann sieht man, dass in der Codequalität wirklich hier ein großer Unterschied ist, wenn man diese Angriffsfläche sich anguckt. Und FreeBSD ist irgendwo dazwischen, so
ja, ist schwer, das genau festzumachen. Die Codequalität ist nicht so bad, nicht so schlecht wie NetBSD, aber es ist nicht so gut wie OpenBSD. Und naja, ich habe, als ich die Fehler gefunden habe, habe ich natürlich mit den Teams gesprochen, habe E-Mails geschrieben und sagte, hier sind die Bugs, die ich gefunden habe und ihr solltet vielleicht die mal eben beheben. Und OpenBSD-Leute und Theo hat dann geschrieben, ungefähr nach einer Woche oder so, tut mir leid, ich habe eine Woche gebraucht, ich war ja leider im Urlaub und all diese Fehler sehen so aus, das ist wirklich ein Problem. Und dann hat er gesagt, und den nächsten Tage hat er dann nach und nach die Bugs alle gefixt und so und klar und und nach weniger als einer Woche hat er alle gefixt eigentlich. Und ja. Und ein paar Wochen später waren die OpenBSD-Leute im Wesentlichen, haben Patches gemacht und so. Und wenn du jetzt OpenBSD hast und die Bugs hast, hier sind die Patches und so, dann kannst du das alles, das ist wunderbar, so sollte das sein. Es ist alles richtig gut, ne? Innerhalb von einer Woche, ein paar Tage sind die Fixes da, dann sind die Fixes und ein oder zwei Wochen danach sind alle Patches öffentlich verfügbar. Und es gibt die Advisories und so sollte das sein. Und so sollte der Security-Prozess stattfinden. OpenBSD hat alles richtig gemacht, soweit ich das sehen kann. FreeBSD, ne, und das fing ähnlich an. Ich habe nach ungefähr ein paar Tagen, nach einer Woche, habe ich eine Antwort gekriegt. Und dann habe ich den wieder gekriegt. Und wir haben die in unsere Datenbank getan. Und das war am 15. Juli. Und das ist aus der E-Mail. Und sie haben das alles rausgestrichen, was noch nicht gefixt ist. Und ein paar wenige sind gefixt. Und seit der E-Mail ist noch nicht viel passiert. Das ist jetzt 5 Monate später. 2 Releases sind wieder released worden, 2 sind gefixt, ein dritter ist, und ich habe einen CVS-Commit dafür gesehen, das ist gefixt. Die anderen, weiß ich nicht, ich glaube, die sind noch nicht behoben. Ich habe CVS nochmal nachgeguckt und anscheinend sind die immer noch in der Schwebe irgendwie und noch nicht wirklich gefixt. Und so sieht es im Moment bei FreeBSD aus. So, NetBSD. Am Anfang, ich habe Ihnen diese Fehler geschickt. Zuerst habe ich Ihnen eine Liste von 60 Fehlern geschickt und die haben über Nacht die Fehler alle behoben. Ernsthaft, wirklich. Und das ist unglaublich eindrucksvoll und ich weiß nicht, wie man das machen kann, aber das war ein paar Developer, oh, lass uns das gerade jetzt eben alles fixen hier. Wir machen das gerade fertig. Das war super eindrucksvoll und das ganze System 5 Release 4 Subsystem ist dann raus und die haben wesentlich eine Mail geschrieben, wir haben jetzt SVR5 by default abgeschaltet, das hätte da nie drin sein sollen und das war im Juli 2017, vor 5 Monaten. Und ich will erzählen, was seitdem passiert ist. Überhaupt nichts. Im CVS sind die Fehler behoben. Keine Patches, keine Advisories. Was das bedeutet ist, wenn NetBSD läuft, alle 60 Bugs sind noch da. Und man kann ins CVS gehen und kann sehen, was der Fehler ist. Und ich wünschte, sie hätten das weiterverfolgt mit Patches und Advisories. Und das ist, die haben super angefangen und dann haben sie es irgendwie verloren und nicht weitergemacht. Jetzt dazu, zurück zum Anfang und ob das vergleichbar ist alles. Und die Bugs sind immer noch einfach zu finden im Kernel, selbst in OpenBSD. Selbst OpenBSD ist auch, ich habe einige Sachen in OpenBSD nicht gesehen, aber es war nicht wirklich schwer, die Sachen zu finden. Und es ist eine sehr unterschiedliche Qualität zwischen denen. Und es liegt daran, wer es geschrieben hat und wie alt es ist, unter welchen Umständen es geschrieben wurde. Die konsistenteste Qualität war in OpenBSD. Und das liegt daran, dass sie einen rigorosen Review-Prozess haben und jeder CVS-Check-In wird reviewed. Und das ist ein Prozess, der anscheinend funktioniert. Außerdem DRM-Stuff und die DRM-Sachen sind genauso schrottig wie bei allen anderen, und weil die es nicht wirklich anfassen wollen. Was anderes ist noch, was ich noch
denke, was passieren sollte. Ich habe einige Bugs gefunden, wo ich gedacht habe, dieser Bug ist in OpenBSD, aber in NetBSD gefixt und oder umgekehrt. Und das ist NetBSD und OpenBSD hat es vor 15 Jahren gefixt und so. Diese Sachen sind zum Teil passiert mit einer gewissen Häufigkeit. Und ich habe idealerweise sollten die Maintainer mehr miteinander sprechen. Und natürlich ist es einfacher gesagt als getan, denn in den letzten 15, 20 Jahren sind die schon auseinandergegangen. Die haben unterschiedliche Philosophien und so. Und es, naja, und es gibt bestimmte Egos auf manchen Seiten und es macht auch nicht immer Sinn, als gleich zu machen, aber es gibt noch viel Gemeinsamkeiten zwischen den BSDs und wenn es um die Angriffsoberfläche geht, die Angriffsfläche, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, dass die mehr miteinander reden. Die andere Sache ist, wenn es um die Codebase geht, nur um die Codebase, dann hat man schon OpenBSD ist 2,8 Millionen, NetBSD 7,3 Millionen und FreeBSD ist, ich weiß nicht, was es jetzt ist, FreeBSD war ungefähr 9 Millionen Lines of Code. Und OpenBSD kann natürlich weniger Fehler haben, weil sie weniger Code haben, aber ja, das, man kann natürlich keine Fehler haben in Code, den man gar nicht hat. Und das andere ist natürlich, manches ist zufällig oder geplant. Wenn man nicht irgendwas nicht hat, dann hat man es nicht. Aber was offensichtlich haben sie einige Entscheidungen getroffen, Code zu löschen. Und OpenBSD hat das zum Beispiel gemacht. Sie haben Bluetooth komplett gelöscht. Sie haben den Linux Compatibility Layer entfernt. Und so, man verliert Funktionalität, aber gewinnt an Sicherheit. Und das ist natürlich eine Balance, die man finden muss. Und wenn man verliert Sachen, aber man hat weniger Bugs. Und noch mehr Folgerungen, mehr Schlussfolgerungen. Und ja, das Ding mit den mehreren Augen, die das angucken, und das ist wirklich ein Faktor. Und wenn wirklich mehr Leute was angucken, dann findet man mehr Bugs. Und ich glaube, warum man die Tabellen vergleichen kann, ist, mehr Leute gucken den Linux-Kernel an, deswegen finden sie mehr Bugs. Code-Qualität kann natürlich nicht alles erklären. Und ich meine, man kann sagen, was man will über den Linux-Kernel, aber es sind so viel mehr Leute, die diesen Code angucken. Natürlich finden sie mehr Bugs und das sieht man an den Zahlen. Und ja, das ist es im Wesentlichen. That was frightfully awesome. Das war erschreckend super. Und ich bin überzeugt, dass ihr Fragen stellen wollt. Lassen mit den Fragen mit dir da drüben. Einen Satz, ein Fragezeichen. Danke für deine tolle Arbeit und deine tolle Präsentation. Ich habe einige Fragen. Bist du daran interessiert, das auszunutzen? Und du hast einen Crash? Und wie wäre es damit, damit eine Privilegienkollision zu machen? Oder ähnlich? Ja, mein Plan war ursprünglich, alle Bugs zu berichten und dann habe ich nicht vorgesehen, Exploits zu schreiben. Und das Einzige, was ich, wenn ich Exploits schreiben wollte, dann würde ich. Denn ich schreibe keinen Exploit für einen Bug, von dem ich weiß, dass er gefixt wird. Und einige Bugs, da hätte ich Wochen oder Monate gebraucht, dafür kurz zu schreiben. Und ich glaube, das wäre nicht besonders sinnvoll gewesen, dafür Exploits zu schreiben. Ich weiß, ja, das ist ein Schockerfaktor, einen Exploit zu machen. Und meine Annahmen, ich dachte, wenn ich mit Leuten wie Theo spreche, der wirklich sehr sensitiv ist da. Brauche ich keinen Exploit zu schreiben. Und wenn Exploits zu zeigen, hilft normalerweise Leute zu überzeugen, die Sicherheitsprobleme haben. Ja, die Fehlerbehebung ist super und Mitigation und da sollten wir uns drüber unterhalten und danach suchen. Aber ich glaube, das hätte nicht viel beigetragen dazu.
Das ist eine Frage aus dem Internet. Yes, thank you, the dark side. Wie würdest du vorschlagen, die Kooperation zwischen den BSDs zu verbessern? Gute Frage, weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass Theo einige Sachen gesagt hat und ich will nicht mit den Leuten reden, wegen so und so und so. Und am Ende des Tages, am Ende müssen die Leute irgendwie doch miteinander sprechen. Und es gibt einige Unterschiede zwischen denen und wo sie wirklich unterschiedlich ist, da müssen sie nicht so viel drüber sprechen. Aber ich weiß nicht wirklich, wie man das machen soll, um sie dazu zu bringen, dass sie miteinander reden. Aber vielleicht die Maintainer für ein bestimmtes Subsystem zu finden, wenn man was fixt, dann sagt man es dem Maintainer von dem entsprechenden anderen BSD und schreibt eine Mail und sagt, guckt vielleicht mal, wie das bei euch ist. Ansonsten habe ich wirklich keine gute Antwort darauf. Okay, thank you. Is there another question from the internet? Gibt es eine andere Frage aus dem Internet? Nicht jetzt. How about one last question? We got five more minutes. Eine letzte Frage, wir haben 5 Minuten mehr. I'm not really seeing anything out there. Ich sehe da hinten nichts, wirklich was? Okay. Over there on the left, excuse me. Auf der linken Seite. Meine Frage ist über die über die Durchführung. Hast du alles per Hand gemacht oder automatisch? On the left side. I didn't see him either. Sorry, in the back. Oh, okay, yeah. Ich kann ihn nicht sehen. Da, okay. Ja, ich habe nichts automatisiert wirklich, sondern das war einfach nur Code Review. Ich habe den Code gelesen, im Editor aufgemacht und manchmal habe ich hier grep benutzt, um bestimmte Muster zu suchen, aber sonst eigentlich war es nur ich, der ich den Code gelesen habe und das war es im Wesentlichen, keine anderen Tools oder so. I think we'll take one more, huh? One more? Sure. Yeah. Wir nehmen noch eine Frage mehr. Und hier? Möchtest du? Jetzt eine große Chance. Was ist deine Motivation, 3 Monate auf sowas zu verwenden? Ja, ich weiß, Code Review ist nicht jedermanns Sache, aber manche sagen, es ist langweiliger als Farbe beim Trocknen zuzugucken, aber mir macht das Spaß. Ich lese gerne Code und ich finde, dass man viel davon lernen kann, wenn man Code liest. Und es gibt diesen interessanten Kick, kriege ich davon, wenn ich einen Bug finde und ich lese den Code und denke, oh, und das ist nicht richtig hier. Und davon, das ist ein bisschen Teil der Antwort. Und im Wesentlichen macht mir das Spaß. Vielen Leuten nicht, weiß ich wohl, aber für mich war das kein Problem. Ich hatte kein Problem damit. Und ich habe nicht ununterbrochen daran gearbeitet, immer mal wieder an Wochenenden und so. Aber es war nicht so schwer oder besonders schwierig, sondern ich gucke jetzt mal 3-4 Sachen, die System Calls an. Also, ich fand es nicht so schwer. Ich verstehe es nicht, jedermanns Sache ist, aber mir macht das Spaß. Vielen Dank für deine Arbeit. Okay, thank you very much. Vielen Dank. Am I overseeing a question somewhere? Übersehe ich irgendwo eine Frage? Nein? Now's your chance. Jetzt ist eure Chance. Yes, there's one final question. Da ist eine Frage aus dem Internet. While the BSDs may not be cooperating, is there aber wenn die BSD nicht kooperieren, ist das irgendwas oben, überhalb, wo die darauf sich einigen können? Das ist keine Frage, die nichts mit der Security zu tun hat und das weiß ich überhaupt nicht. Und da gibt es andere Leute, die diese Art BSD-Fragen bestimmt viel besser beantworten können. Ich hab keine Ahnung. Okay. If that's it, thank you, but let's have another final hand. So, nochmal einen großen Applaus bitte.